Ajo, Freunde, und willkommen am Mojave Outpost. Außenposten. Yay! Sehr schön. Wir haben gerade den Auftrag bekommen, den See, das riesige Ding da, das ist ein Trockensee. Wer ist das? Den See von Monstern zu befreien, damit die Karawanen endlich wieder durchkommen. Und da läuft die Karawane, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich verstehe jetzt nicht, kommen die... Ah nein, natürlich, wenn die Monster da unten sind, dann geht es darum, in diese Richtung zu laufen. Ja, okay. Okay, ich habe ja nichts gesagt. So, der gute Schutfried macht sich jetzt auf den Weg, seinen Auftrag zu erfüllen. Aber im Hinterkopf hat er den Gedanken, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Oben am Außenposten sind sehr viele Soldaten. Ist das eine Ameise? Das ist eine Ameise. Oh nein, oh nein. Ich ahne, auf was das hinausläuft. Ich ahne es schon. Komm schon, ihr verdammtes Insektenpack! Okay. Oh, verdammt. Ach, die hält hier nichts aus. Ach. Okay, das war Verschwendung. Ein Ameisenei. Vielleicht kann man daraus auch ein Omelette basteln. Ach, das sind ja nur kleine. Ich würde sagen... Oh! Okay. Ich würde sagen, wir sind kurz vorm Levelaufstieg. Ja, gut. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt für den Auftrag brauche. Ach, verdammt. Das war der Auftrag gewesen. Toll. Ich bin trotzdem der Meinung, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Hey. Warum behält er die ganzen Soldaten bei sich? Das verstehe ich nicht. Wird er vielleicht von der Legion bestochen? Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar.
Nein, ich hatte gesagt, dass sie ein paar Vorräte bekommen würden und das meinte ich auch so. Das Anheuern von Söldnern ist am Außenposten verboten. Aber es könnten ein, zwei Anforderungen verloren gehen und niemand würde es prüfen. Hier, bitte sehr, ganz unter uns. Ah ja. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte. Passen Sie auf sich auf. Das war's, toll. Ich habe jetzt wirklich mit so einer großflächigen Monsterausrottung gerechnet. Aber egal, ich habe ja noch den Auftrag von Ghost. Nippen, genau. Ich muss die Markierung da mal irgendwie abmachen. Dann schauen wir doch mal. Kampflos geben wir nicht. Hab gehört, dass Sie Jackson ausgeholfen haben. Danke dafür. Die Karawanen warten noch immer auf die Freigabe, aber wenigstens tut sich was. Jawohl. Es geht voran. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass wir hier in diesem Gebiet eine großflächige Monsterjagd starten. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Nein! Ah! Du hast doch bestimmt noch was für mich, oder? Hier. Hallo, brauchen Sie was? Klar. So, Dienstgewehr. Ich brauch's eher nicht. Das Ameisenfleisch kannst du auch gern haben. Oh, schön. So, vielen Dank. Gehen wir doch jetzt mal nach Nippen. Mal sehen, was dort auf uns wartet. Wenn dort wirklich die Pulverbanditen zugeschlagen haben, wird es wieder eine Schießerei geben. Kaum zu glauben, dass hier wirklich überall mal Wasser war. Ach, wie süß. Oh, der ist wirklich klein. Oh, wie der so süß auf mich zudackelt. Oh, da tut's fast weh, ihn zu erschießen, aber auch nur fast. Oha. Da kommt Mama Skorpion und scheint sauer zu sein. Oh verdammt. Oh verdammt!
Kommt ruhig her. War da nicht irgendwo eine, die wollte, dass ich ihr Giftdrüsen oder sowas bringe? Von den Skorpionen, damit sie daraus was essen machen kann? Ho! Eine der Krallen abgeschossen, geil. Oh. Frag mich, was mir hier noch alles begegnen kann. Ich habe jetzt auch gerechnet mit den Ameisen, dass uns eine... dass wir ein Ameisennest stürmen müssen. Hätte mich auch nicht gewundert. Ich hoffe nur, dass ich nicht rückwärts in irgendwas reinlaufe. Oh Mann. Das ist ja das reinste Skorpionbecken. Oh Mann. Oh Gott, das sind die Großen. Weg hier! Oh Gott, ich will nicht, ich habe Angst. Komm schon! Oh, verdammt. Gut, ich habe Granaten, die könnte ich dagegen benutzen. Und notfalls kann ich mit der Plasmapistole bestimmt ein bisschen Schaden verursachen. Also das wird jetzt ein bisschen wehtun, mein Freund. Verreck doch endlich! Au! Puh! Alter! Okay, das waren erstmal genug. Habe ich noch Gegengift? Stimmt nicht, so wie ich mich kenne. Nein, natürlich nicht. Das ist sowas Persönliches mit mir und den Vögeln. Er ist da. Ah, ja, schon wieder. Langsam geht er mir auf den Keks. Geht doch. Danke sehr. So.
Oder oh, der hat gut das Fliegen gelernt. Sieh mal an. Naja, wenigstens in dem Punkt, dass das hier eine sehr schusslastige Folge wird, hatte ich recht. Töten Sie irgendwas. Ja, willst du auch einen von meinen... Haben Sie das gesehen? Der Kerl wollte mich umbringen. Okay. Was? Was? Das da? Hat er mir mit vorgehaltener Waffe abgenommen. Zum Glück wurde er abgelenkt und ich konnte meine Waffe ebenfalls ziehen. Das ist eine, Kette, die ich aus diesen besonderen Kronkorken gemacht habe. Schon mal solche Kronkorken mit blauem Stern drauf gesehen? Okay, sind nicht mal ansatzweise so schön wie ihre Sex. Okay. Sie sind sehr schön, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf Sie. Naja, ich denke, Sie sind einfach zu clever für mich. Leider darf ich keine Zeugen am Leben lassen. Ja, ja. Ein Mord wegen Kronkorken. Tja. Na? Verdammt, hat die mich wieder am Daumen erschossen. So. Naja. Vielen Dank für die Kronkorken. Das wird ja immer interessanter hier. So. Hier müssen also irgendwo eine Leiche rumliegen. Ach, schade, dass die nicht markiert werden. Jep, da raucht's aber gewaltig. Das ist die Legion. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Oliver Svenick, ist das nicht der Bürgermeister da? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser. Jawohl! Welche Lotterie? Die Lotterie. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Tschüss. Du bleibst mal kurz stehen. Glück gehabt. Scheiße. Ach, du Kacke.
Oh Mann. Oh Mann. Ich kann mich ja schlecht mit denen allen anlegen. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben sie bloß gegen uns? Wenn sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippenlotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Okay, das ist auch nicht falsch. Ja, eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Was für ein Scheißgeschäft. Her damit! Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Und über was? Wow. Okay, das ist heftig. Und gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die sind total krank. Also ich weiß jetzt schon, mit der Legion werde ich mich nicht anfreunden können. Schnell hier weg. Wenigstens ist der jetzt erlöst. Den erledige ich noch und dann rufe ich Hilfe. Ja, vielleicht schaffe ich den da auch noch. Okay. Jetzt schnell zurück. Schnell zurück und Hilfe geholt. Wow.
Tja. Viel Spaß mit den Krähen und den Würmern. Eine Riesenameise. Oh, das ist ein Soldat. Der wird ein bisschen mehr aushalten. Okay. So viel dazu. Komm, gib das alles mal her. Es sieht aus, als ob es da eine Rallye gegeben hat oder sowas. Ups. Rennstrecke, tatsächlich. Ja, da war doch eben noch eine Markierung. Aha. Ach, das ist nur eine kleine. Oh. Okay. Sind ein paar mehr. Verdammt, das sind eine ganze Menge paar mehr. Hilfe. Komm schon. Mistdinger. Ich glaube, ich versuche noch einen Levelaufstieg in dieser Folge. Irgendwo hier wird doch noch irgendwas sein. Geht's per Schnellreise zurück? Und dann sind alle glücklich. So, hier sind überraschend viele. Ich glaube, ich sammle jetzt erstmal nichts mehr ein. Sonst war es das mit der Schnellreise. Komm. Ach, sehr schön.
Okay, nehmen wir gebildet. Bringt uns mehr Fertigkeitspunkte. So, und jetzt geht's noch. Ich bin jetzt noch gar nicht fertig. Okay, tja, wenn wir noch nicht fertig sind, dann kann ich ja wohl schlecht zurückgehen. Aber ich würde sagen, die Befreiung von Nipton wird eine eigene Folge, deswegen vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns die nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholsam vor allem. Tja, und wir schauen mal, was die Legion uns bringt. Oh Mann. Die nächste Folge wird ja wieder gut losgehen. Okay, bis dann, Leute. Ciao.